Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Wisst ihr zufällig, wo der Hauptbahnhof ist? Wo der Hauptbahnhof ist? Einfach hochlaufen. Oh, machen Sie Fotos? Oh, machen Sie Fotos? Was machen Sie für Fotos? Was machen Sie denn für Fotos? Was ist los? Wir sind Fotografen. Wir sind Fotografen. Sorry? Sorry. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ich bin YouTuber. Ach, schade. Kennst du mich? Ich habe, glaube ich, sogar mal ein Foto mit dir gemacht. Ah, das ist ja lustig. Ja. Und dann? Nein, weil. Ich bin gerade in diese Richtung gelaufen. Und da hat mir jemand gesagt, du musst in die Richtung. Und deswegen bin ich jetzt komplett verwirrt. Sollen wir fotografieren? Danke. Gerne. Ja, gerne. Darf ich einmal ein Video machen? Wovon willst du ein Video machen? Ja, sehr gerne. Also wir filmen da hinten. Mit versteckter Kamera. Aber jetzt, wo du mich kennst. Macht's keinen Sinn. Ciao. Ciao. Entschuldigung, bist du über der Hauptbahnhof fähig? Hier lang oder hier lang? Die Richtung. Hä? Entschuldigung, eine Frage. Wo ist denn hier der Bahnhof? Oder bin ich spät? Okay, danke. Ich bin schon. Wisst ihr, wo der Bahnhof ist? Oder wie viel denkt ihr? Okay, passt. Ich bin schon. Danke. Hier lang. Die Richtung. Okay, alles klar, danke. Hey, sorry, wo war das nochmal? Hauptbahnhof. Hier noch hoch. Ja, danke. Hey, wo ist das nochmal? Ich hab's total vergessen. Geht's nochmal? Da. Okay, danke. Ja, lieber nein! Oh Gott, ich bin ja, wer war das? Abstand! Ah, Chate! Der beste Affen! Entschuldigung, darf ich dir kurz eine Frage stellen? Wir kommen aus Österreich. Kannst du uns erzählen, wo der Bahnhof ist? Ich habe gehört, da gibt es einen McDonalds. Oder so. Aber wenn ich irgendwie den Zug nicht verpasse, aber kannst du uns mal kurz schnell erklären? Weil wir müssen, ja? Sucht ihr den Hauptbahnhof? Ja, genau. Der ist einfach runter. Ah, okay, danke schön. Danke. Mal jemand. Kennst du so Massagepistolen? Ja, kenne ich. Es geht darum, dass es nicht irgendeine Massagepistole. Das ist Gymtastic. Gymtastic. Guck mal, es gibt so verschiedene Aufsätze. Es gibt zum Beispiel einen Wärmekopf, damit kannst du deinen Muskel, während du massierst, gleichzeitig auch wärmen. Dann gibt es einen Kältekopf, damit kannst du gleichzeitig deine Muskel kühlen. Aber was sich jetzt geändert hat, es gibt neue Köpfe. Neue Köpfe! Ihr wollt das mal ausprobieren? Das ist ganz gut, oder? Ist das gut? Das ist gut. Oh. Wie fühlt sich das an? Ist gut. Und gut gibt's nur bei Gymtastic. Gymtastic. Das gibt mir ein Problem. Ich habe keine Muskeln. Jeder hat Muskeln. Ja, so groß. Wir haben auch kleine Aufsätze. Es gibt große, es gibt kleine Aufsätze, es gibt weiche, es gibt harte Aufsätze. Okay, jetzt kommt der interessante Part. Jetzt kommt der interessante Part. Mit dem Gutscheincode NAHÖRMAL50. NAHÖRMAL50. Bekommst du außerdem 50% Rabatt und den Wärmekopf, von dem ich gesprochen habe, bekommst du gratis dazu. Deine Ohrbeine, könnt ihr mir schon sagen. Das ist dein Kollege da vorne, ne? Okay. Der sieht aus wie der. Ach so. Halt Klima, okay, danke dir.
Mach doch die Uhrzeit fragen. Wo ist die? Wo? Ihr seid Zwillinge. Ihr seid Zwillinge. Welcher beiden? Nee. Hä? Ich wollte fragen, wo der Limbecker Platz ist. Ich bin nicht von hier. Der Limbecker Platz? Da musst du einfach hier runter. Okay. Da hinten. Ah, okay. Ganz kurz, ja, wir machen einen kleinen Joke. Wir filmen nämlich da eben mit versteckter Kamera. Ja. Weil wir filmen für YouTube. Ja. Ja. Boah, mein Herz, Bruder, ja. Ich guck, da kommt noch einer. Aber genau das wollten wir erreichen. Das war eine sehr lustige Reaktion. Ist okay, wenn ihr mit dabei seid? Alles gut, perfekt, ich danke euch. Ja, einer redet, dann der andere redet. Alle reden gleichzeitig. Da ist die Kamera. Und zwar, wir drehen für YouTube. Ich habe gerochen, ich kenne sie von TikTok. Ja, okay. Ja, ich habe schon gefragt, wann ich dich mal sehe. It's my life, I set my own salary. Living a dream, the alternate reality. Cash rules, that's my everyday mentality. Guess that's why all these haters are mad at me.